Informationen aus Ihrer Nähe. Aktuell, informativ, interessant. Ihre Werbung zum günstigen Preis. Sprechen Sie mit uns. So, Alexandra und Anita, wieder auf großer Tournee, die fast gesagt, heute in Triberg wieder unterwegs. Ich habe euch auch die ganze Jahr verfolgt. Ihr wart auf einer riesengroßen Tournee. Sag mal ganz kurz, wie war die Tournee? Es waren mehrere Tourneen, ich glaube 3, 4 am Stück und es hat tierisch Spaß gemacht. Wir waren überwiegend in der oberen Hälfte Deutschlands unterwegs und deshalb haben wir uns heute ganz besonders gefreut, dass wir endlich mal wieder im Süden sind und hier in Triberg war echt eine tolle Veranstaltung. Bei dir steht glaube ich die 20 davor und bei dir nicht, wo du nicht mehr hier warst in Triberg. Ja, also es ist schon wirklich eine ganze Ecke her. Ich weiß es nicht ganz genau, wie lange es her ist, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, bin auch gleich zu der Wasserfälle rüber gerannt und so viele bekannte Gesichter, wie wir heute hier gesehen haben, es war wir Familientreffen. Riese Fanclub, wie hält man sich so jung, wenn man so große Tourneen macht und so viel unterwegs ist? Wie hält man sich da so jung? Oh, danke fürs Kompliment. Also uns macht einfach das, was wir machen, wahnsinnig viel Spaß und es ist sehr, sehr abwechslungsreich und ich denke, das hält einfach jung. Ihr geht das dann wieder, ich denke mal, im Herbst rum auf eine Solo-Tournee. Wo geht es denn überall hin? Kann man was verraten oder bleibt es noch ein bisschen geheim? Also das im Herbst ist keine Solo-Tournee, das ist ein gemischtes Programm. Unsere Tour, die gibt es dann im Frühjahr 2016, kommen wir auch hier ganz viel in der Ecke, Donaueschingen, Balingen, Meßkirch, Singen, Rastatt, also überall kommen wir dahin. Und wir beide haben ziemlich viel Energie und deshalb heißt unsere Solo-Tournee auch 100.000 Volt, also wir freuen uns wahnsinnig drauf. Also ihr habt ja 100.000 Volt auf der Bühne abgegeben, wahnsinnig. Also wir haben uns richtig gefreut auf euch, Publikum auch, ihr habt wieder, also war ja auf der Messe auch schon, habe ich euch gesehen, in Villingen-Schwenningen. Ihr seid immer, wie gesagt, mit 100.000 Volt voll dabei. Und dann geht ihr ins Publikum rein und zieht das Publikum voll mit. Ja, der enge Kontakt, das ist das, was es für uns ausmacht. Wir lieben den Kontakt zum Publikum. Und ja, zum Thema Solo-Tour, wer die Termine nachlesen möchte, wir haben auf unserer Homepage anita-alexandra.de, da stehen alle Termine drin und wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen persönlich wiedersehen. Wunderbar. Also, wir entlassen euch jetzt, weil ihr wollt nach Hause, seid jetzt auch hier ziemlich lange unterwegs, wollt auch mal irgendwann schlafen gehen, habt noch einen langen Heimweg. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Interview, für den tollen Abend, wie immer, und sage nochmal vielen Dank. Danke, hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf euch. Super, vielen Dank. Alles Gute. Ciao.